Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wieder in den Katakomben und ich denke mal, so wie es aussieht, müssen wir gegen Blupa kämpfen. Wie das flattert, als wäre es nervös. Was ist das überhaupt? Irgendwie glitschig und ziemlich eklig. Blub, ouch, was soll das? Läuft. Wir müssen gegen Blupa kämpfen. Na, das kommt doch mir irgendwie bekannt vor. Blub, blub. Wer wagt es, Blupa weh zu tun? Dem größten aller Tintenfische. Mit mir ist nicht zu spaßen. Unverschämter Zwerg. Na dann los. Seht ihr meine Tentakel? Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbart sagte? Mit Y können wir die Reihenfolge unserer Angriffs tauschen. Wenn deine KP zu nahe gehen, solltest du mit Y mich kämpfen lassen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Okay, dann springen wir doch mal auf den linken Tentakel. Und du kannst mal scannen. Das ist ein Blooper. Ihr geht es ja schleimig. Also schleimige Monster kann ich gar nicht ausstehen. Maximale KP 12, Angriffskraft 1. Verteidigung 0. Er greift mit seinem Tentakel und mit Tinte an. Sind die Tentakel erledigt, fällt der Körper zu Boden, dann kannst du angreifen. Die Tentakel haben 3 KP. Also erledigen wir diesen diesen Blooper. Wie gemein. Ich bin nicht essbar. Ihr wollt mich killen, oder? Im Leben. Versager. Mehrmals blocken? Was? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Bingo! Ich hab doch schon maximale BB vollständig hergestellt. Schön. Die kauft jetzt auch gleich schon. Autsch. Voll. Im Sprung. Das bedeutet also Bingo oben. Das kriegen wir locker hin. Nett, okay, in der nächsten Runde war es das mit dem. Okay, also bei neuen Kampfmoves muss ich echt gucken, wie das Timing ist. Nur Abschlussbonus, nett. Oh, kurz vom Level Up. Okay, dann spring doch mal da. Okay. Ich wusste nicht, dass sie sich bewegen. No. Okay, ich brauche definitiv einen Level Up. Ja, doch nicht wahr. Ich sterbe.
So dumm zum Springen. So, jetzt aber. Warte, ist hier noch irgendwas? Nö. Kapitel 1. Logarts Drachenburg. Feuertal. Das sieht sehr nice aus. Speicherblock. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eins der Sternjuwelen befinden? Also los, Mario. Das Abenteuer beginnt. Oh ja, bitte. Das setze ich auch mal direkt ein. Erste Sternsplitter in dem Spiel. Nett. Gott, ich kann sogar Blumen zerstören. Das will ich nicht. Heiliger Drache. Was war das? So ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Gruselig. Er ist zur Burg dahin geflogen, oder? Lass uns lieber schnell von hier verschwinden, bevor es zurückkommt. Vielleicht ist diese Aussparung dafür da, etwas reinzutun. Ich wüsste gerne, was für eine Form es sein soll. Ich würde mal sagen, ein Mond. Das ist das Feuertal. Es liegt weit östlich von Rohlingen in den Bergen. Hier ist es das ganze Jahr über warm und angenehm. Und dann diese Natur. Wusstest du, dass manchmal Items von den Bäumen fallen, wenn du dagegen schlägst? Vielleicht solltest du es einfach gelegentlich ausprobieren. Mal kann ich schon mal nicht zerstören. Das ist auch wieder was. Kann ich euch eigentlich ausschlagen? Nö. Und nochmal ein Pilz. Na komm. Dann kriegen wir jetzt gleich unser erstes Level up hier. Also wir können ja mal Powerhauer einsetzen. Nur 4 Schaden, nicht? Level up. Auf BP bitte. Netz. Bin schon hier gegengeschlagen. Orden tun mir nichts. Hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriff auf ihn eher daneben. Setzen wir doch erstmal an, ne? Jetzt, wo wir noch gerade am Anfang sind. Und immer schön die Erfahrungspunkte mitnehmen. Schön. I love it. Das ist eine Röhre. Ja, das ist ein Koffer erfolgreich, ne? Ja, dein hat was. Okay, na komm schon. So, ich kann da weiter.
Oder durch die Röhre. Ich meine die Röhre. Ah. Da komme ich noch nicht dran. Bin ich ja ein Koopa? Nein, das komme ich hier noch nicht dran. Merken wir uns das. Übrigens, Mario, wenn du irgendwann nicht weiter weißt, drücke dann einfach ZL, um einen Tipp von mir zu bekommen. Ich bin nie um eine Antwort verlegen. Das hier ist das Feuertal. Das Wasser aus dem Fluss macht die Luft richtig kühl und angenehm. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich alles lesen müssen. Aber ich weiß, dass wir alle Gegner platt machen für Erfahrungspunkte. Und auch nicht, weil ich es gerade vermasselt habe. Aber sonst hätte ich das geschafft. Am Anfang geht das Level ja noch sehr schnell und dann dauert es ewig. Ich kenn's ja schon. Oh, ich habe schon wieder eine Röhre freigeschaltet. Wo muss ich sogar weiter? Hinten geht's hier gar nicht weiter. Egal. Dann hier nach links. Dann gehe ich erstmal hier nach links. Hier ist bestimmt irgendwas. Oder auch nicht. Wie enttäuschend. Nur das ist ja sehr nett gestaltet. Wie ein Bilderbuch. Ich habe erstmal hier lang. Aha. Ein Sternensplitter. Aber sonst ist hier nichts, okay. Ich frage mich, ob es dann auch wieder so einen Schnellweg zu Orten gibt. Aber das hat was mit den Partnern, das können sie gerne wieder einführen. Ein Mysterium? Was es bewirkt? Keine Ahnung. Findest du daraus? Nee. Ist er nicht. Blütenweiler. Und dann gehe ich da tatsächlich in Koopa. Ah, willkommen, Reisender. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit die schrecklichen Logat die Gegend unsicher macht, seitdem bleiben die Besucher aus. Logat? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Logat heißt er also? Ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, ja, die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht einfach zu ihm. Pink. Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sehr leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Hier könnten wir uns ausruhen. Ach ja, ich wollte noch mit den anderen Leuten reden. Fällt mir gerade auf. Dass das Geld kostet, das ist echt groß. Die Rezeptionistin des Tothauses von Blütenweiler. Wenn du erschöpft bist, kannst du dich hier ausruhen. Du musst dich schließlich auch einmal entspannen. Wer ausgeruht ist, macht auch im Kampf nicht so leicht schlapp. Dein Nickerchen im Tothaus lädt auch deine Sternenenergie wieder auf. Ich würde mal sagen, Alter. Noch Space.
Das ist jetzt nicht, ich muss wieder Samen sammeln. Guten Morgen, guten Tag, man nennt mich Knospi. Ich mag es hier, es ist wunderbar, von Blumen umgeben zu sein. Okay, ich muss keine Samen sammeln, das ist doch schon mal gut. Jenseits der Berge im obersten Stock einer alten Burg lebt Logard. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteurer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Wer weiß? Ein kleiner Toad. In letzter Zeit spiele ich total gerne mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Bros. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt kaufen. Gleiche Erwartung. Die ganzen Anspielungen sind super. Hört ein, mein Freund. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was kann ich für dich tun? Rabattpunkte. Für Items, die du im Laden kaufst, erhältst du Rabattpunkte bis zum Maximum 300. Die Rabattpunkte kannst du gegen Prämien tauschen, zum Beispiel Sidney-Items. So, was haben wir denn hier? Oh, bei 20 kriege ich ein Eis hoch. Superpilze. Goldschatz. Okay, haben wir 2, haben wir 4. Macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Dann hole ich mir davon 2. Dann hole ich mir davon 2. Macht härter und erhöht die Verteidigungskraft. Ne, brauche ich nicht. Dann gehen wir aber weiter. Weil wir konnten ja noch mit den anderen Koopa reden. Ne, tot. Hey, habt ihr auf dem Weg hierher ein paar Powerblock gefunden? Falls nicht, wir hätten hier welche zu verkaufen. Habt ihr ein Glück, dass ihr hier vorbeigekommen seid? Naja, wir natürlich auch. Okay. Mein Name ist Bomb-Om. Ein alter Bomb-Om ohne Träume und Hoffnungen. An diesem Ort tue ich niemandem etwas an, also lass mich in Frieden. Der Arme. Botchen. Hey, fass hier drin nichts an. Das sind so ziemlich alles einzigartige Sammlerstücke. Man scheint ein großer Fan von Prinzessin Peach. Man hört, er hat sogar eine richtige Sammlung von Fanartikeln. Alle Wände in seinem Haus sind voll mit Postern und anderen Kram. Hast du nicht auch ein paar unveröffentlichte Bilder von der Prinzessin Mario? Was? Was ist denn das? Den kenne ich nicht. Na gut, also dieser Typ nennt sich Macke. Ein Angeber, der sich überall herumtreibt und denkt, er sei unwiderstehlich. Ende der Durchsage. Ich dachte, du kennst ihn nicht. Bonjour, Mademoiselle. So ein schöner Tag. Nun noch, nicht du, Monsieur Schnauzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Igitt, du bist nicht mein Typ, such dir eine andere. Oh la la, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert. Ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mario, lass uns Stefan hier verschwinden. Aha, du bist auf der Flucht. Und schon wieder Knospi. Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar, die Luft ist frisch. In der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Logards flammenden Zorn. Ich verdränge das immer. Irgendwie ist es schon traurig. In letzter Zeit vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was man ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht mir schon Sorgen. Guten Tag, mein Name ist Kupina. Freut mich, dich kennenzulernen. Nanu? Diese Mütze, dazu eine blaue Latzhose und dieser prächtige Bart. Du bist Mario, oder? Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder?
Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Loga zu besiegen. Ich wünschte, mein Kubio wäre auch so mutig. Das ist ein Ordner, aber da komme ich noch nicht lang. Logaz ist gefährlich, aber die Monster der Burg sind auch schrecklich. Normale Attacken helfen gar nicht gegen diese Kreaturen. Und man sagt, sie sind immun gegen Feuerattacken. Gehe ich erstmal hier lang. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und... Logard! Die wollen wir auch besichtigen. Okay. Erstmal mit allen reden. Logard ist gefährlich, aber die Monster... Ach, da hat man... Kurzer Gedächtnis. Wir haben das Tor auf Geheiß des Bürgermeisters geschlossen. Ich bin hier, um das Tor zu bewachen. Hey Jungspund, kann der Kampfcoach was für dich tun? Nein, danke. Aha, dann werde ich erstmal weiter meine Tipps für dich recherchieren. Komm wieder vorbei. Wie viele Opfer mag Logard wohl auf den Gewissen haben? Erst kürzlich hat sie den alten Kobarich aus einem der Nachbarsorte erledigt. Und der Vater von Kubio ist auch losgezogen, um Logard zu besiegen. Ihr wisst schon, was ich meine. Er ist nie zurückgekehrt. Seit damals hat ihn niemand mehr gesehen. Nein, Kubio. Der Arme. Oh, sorry, ich wollte eigentlich dagegen hauen. Guten Tag, Fremder. Bist du hier, um die Schätze von Logard zu finden? Nun, Logard soll ja sehr stark sein. Außerdem machst du Hausfriedensbruch. Ja, dann reden wir doch mal mit dem Bürgermeister. Bart? Knollnase? Was bist du denn für eine Figur? Du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort. Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du mit ein paar Münzen und einem antiken Panzer zufrieden bist, die kann ich dir ruhig geben, mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Kubia, die würde ich allerdings gerne behalten. Die erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Was, du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel. Sag das doch gleich, dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, dass Sternjuwel, das du suchst. Was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Logard habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Logard? Den riesen, unglaublichen, grausamen Drachen? Natürlich. Mit ihren Überfällen terrorisiert Logard die Dörfer in der Gegend schon lange. Haben wir ja gerade am Anfang gesehen, also von daher. Und du bist also der Held, der uns endlich von Logard befreien will. Was, Moment mal. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Logard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was, wie? Du brauchst keine Belohnung? So war das nicht gemeint. Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Du, wie heißt du noch? Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Manio passt schon. Das heißt Mario. Na gut, Manio, eine Sache solltest du aber noch wissen. Wenn du zu Logards Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist. Um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Gröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Also Manio, geh und zeig Logard, was eine Hake ist. Oh Gott. Komm Manio, gehen wir. Gehst du hier weiter, kommst du zur Gröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns vor dem Monster schützen. Aber wenn der Bürgermeister sagt, es ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich.
Entschuldigung, warte mal. Ich bin Ubio. Man sagt, du gehst zur Burg von Logat, oder? Also, ich habe da eine, sozusagen eine Bitte. Also, ich meine, entschuldige bitte, auf Wiedersehen. Ein komischer Cooper, was er wohl wollte. Das, liebe Umbrina, kann ich dir leider nicht beantworten. Erstmal gegen Bäume schlagen und gegen Büsche. Das kommt unerwartet. Oh, hier muss man wirklich gegen alles schlagen. Hallöchen. Mist. Ich dachte, ich schaff's noch. Ah, sind eh nur zwei. Okay. Dann mache ich den erstmal weg. So, und du kannst schon mal Scanner einsetzen. Das ist ein Cooper. Du kennst Coopers bereits aus vielen führenden Abenteuern. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Der Panzer ist ziemlich hart. Lege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung sinkt auf 0. Aber ich denke, mit Coopers kennst du dich sowieso gut genug aus. So, und dann einmal Sprung. Bum und bum. Und Kopfnuss. Na, bleib auf dem Boden liegen. I love it. Ich hoffe, wir kriegen Kubio. War bestimmt schon ziemlich eindeutig. Ich habe mich zu diesem Spiel noch nicht gespoilert. Deswegen bitte auch keine Kommentare, wer Partner wird. Vielleicht aktiviere ich die Kommentare auch. Damit ich nicht gespoilert werde. Kommentare sind immer auch wichtig. Ui, das kam unerwartet. Ach du liebes bisschen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Siehst du seinen Stein? Der will dich angreifen. Wenn die Zuschauer etwas nach dir werfen, erleidest du Schaden. Drücke X, um den Angriff aus dem Publikum zuvorzukommen. Genau. Mit Hilfe von X kannst du Zuschauer rauswerfen, die etwas in der Hand halten. Aber manche Zuschauer werfen dir auch nützliche Items oder Münzen zu. Die solltest du natürlich nicht rauswerfen. Gut, Mario. Zeig jetzt mal einen hammermäßigen Angriff. Greif mit deinem Hammer an. Die Hintergründe können also umfallen. Manchmal hauen deine Angriffe die Kulissen um. Aber Vorsicht, sie könnten auch uns auf den Kopf fallen. Außerdem passieren auf der Bühne noch andere verrückte Sachen. Sei auf alles gefasst und gib dein Bestes. Oh Gott. Mal erstmal den hier weg. Bum und bum. Na, jetzt kann ich auch springen. Gut, aber ich würde jetzt mal an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario. Die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.